Welche Marktplätze zukünftig kommen aus dem Hause Marcus Software Unicorn 2, das heißt die Schnittstelle für JTL, erfahrt ihr nach dem Intro. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei Marcus Software Unicorn 2, die Schnittstelle für JTL und Marktplätze, verschiedene Marktplätze, und es kommen weitere dazu. Und die wären? Ja, also natürlich kommen weitere dazu, bei uns geht es unauffällig weiter. Die nächsten, die auf unserer Liste stehen, das ist einmal einer der Platzhirsche in Polen, und zwar Allegro. Und auf der anderen Seite schielen wir Richtung Benelux starten und schauen uns Bol an. Wir werden Bol anbinden. Bol ist, also wenn ich mit Online-Händlern drüber spreche, gerade beim Internationalisieren, ja, obwohl das halt nur Europa ist, aber gerade beim Internationalisieren gibt es zu wenige Schnittstellen. Ja, also Allegro gibt es kaum Schnittstellen. Ja, BOL ist auch irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Das sind zwei Marktplätze, die wirklich stark sind. Also Allegro in Polen ist der Marktplatz, ja, schlechthin. Und BOL in den Benelux-Staaten, das heißt Luxemburg, Niederlande, Belgien, ja, das ist ein richtig starker Marktplatz dort. Ja, das unterschätzen die Leute immer. Und ich schreie schon lange danach, dass es für JTL eine Schnittstelle gibt zu diesen zwei Marktplätzen, weil ich die sehr wichtig empfinde. Wann werden die Marktplätze voraussichtlich bei euch rauskommen? Also wir werden im Q1 und im Q2 2020 auf jeden Fall die ersten Händler suchen. Das heißt, jeder, der interessiert ist, kann sich gerne bei uns dazu melden. Das heißt, dann werden wir anfangen, mit den ersten Händlern auch wirklich live zu testen. Ihr als Online-Händler könnt auch, falls diese Schnittstellen für euch relevant und wichtig sind, ihr könnt euch bei Unicorn 2 melden. Vielleicht kommt ihr noch in dieses Beta-Programm rein. Also einfach am besten über E-Mail. Genau, am besten E-Mail an info@marcus-software.de. Und betreff einfach BOL oder Allegro oder beides rein. Und dann werdet ihr einer der Ersten sein, wenn Beta-Tester gesucht werden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.